Aloha und ganz, ganz herzlich willkommen zur Engelbotschaft für den Dezember 2022. Und bevor ich jetzt mit der Engelbotschaft starte, habe ich noch drei Fragen an dich. Möchtest du dieses Jahr die heiligen Nächte, die Rauhnächte auf besondere und kreative Weise begehen? Möchtest du gerne das Jahr bewusst und dankbar abschließen, die Geschenke mitnehmen, das Gepäck, die Erfahrungen zurücklassen? Und möchtest du dich an deine wahre Schöpferkraft erinnern? Und das neue Jahr und auch darüber hinaus bewusst kreieren und gestalten? Dann komm mit auf die Reise, auf die Cosmic Journey 2022, das Online-Retreat durch die 12 heiligen Rauhnächte. Es ist eine kosmische Reise vom 25. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023. Eine Reise der Einkehr, des Friedens, der Kreativität und der Freiheit. Begib dich mit der geistigen Welt und mir auf diese kosmische Reise. Wir nehmen uns eine bewusste Auszeit zwischen den Jahren, schließen das vergangene Jahr ab und empfangen für das kommende Jahr die Führung, die Lichtcodes, die Visionen, die uns in unserer eigenen Schöpferkraft noch mehr erstrahlen lassen. Gemeinsam zelebrieren wir auf eine leichte, lichtvolle und kreative Weise die Rauhnächte der neuen Zeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mitkommst auf die Cosmic Journey und alle Infos dazu findest du unter dem Video. Ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist. Ja, und wir sind in den letzten Monat dieses Jahres 2022 eingetreten. Der hat gerade begonnen. Und ich hoffe, ich kann dich mit der Engelbotschaft inspirieren, unterstützen, aber nicht nur ich, sondern ja auch die geistige Welt. Und wir möchten dich dazu einladen, wirklich nach innen zu gehen. Und das Thema für die Engelbotschaft ist Samt und Seide. Nimm einfach mal diese zwei Begriffe und lass sie wirken. Wie wirkt Samt auf dich? Wie wirkt Seide auf dich? Und es beinhaltet all das, was uns die Erzengel und das Council of Light bereitstellen möchten für diesen Monat als Unterstützung, als Energiefrequenz, die uns auf unserem Herzensweg, auf unserem Lebensweg begleiten darf. Und gerade auch im Alltag, wenn es turbulent ist, wenn im Außen ganz viel tobt, dann ist diese Energiefrequenz von Samt und Seide, ich glaube, ganz hilfreich. Ich finde, Seide ist ja geschmeidig, die schimmert, die glänzt, die ist natürlichen Ursprungs. Sie, ja, ist fast schon wie so ein Flow-Gefühl für mich. Sie schafft auch Balance. Sie wärmt und sie kühlt. Und sie ist natürlich auch ein wertvoller Stoff. Und Samt ist kuschelig und warm und ja, vermittelt auch sowas von Geborgenheit vielleicht auch. Also lass das einfach mal für dich wirken und ich freue mich auch sehr über dein Feedback, wie du die Engelbotschaft empfunden hast, in den Kommentaren. Und ja, diesmal haben sich das Council of Light, Erzengel Michael, Erzengel Raphael und Erzengel Gabriel gezeigt, die uns gemeinsam diese Energiefrequenz, die Worte schenken für den Dezember. Und dann lade ich dich jetzt ganz herzlich ein, dass du
dich an einen ruhigen Ort zurückziehst und mit mir gemeinsam den Worten und vor allen Dingen auch der Energiefrequenz lauschst, dass du das wirklich zu dir, in dich hinein, in dein System fließen lässt und dass du dich dann auch erinnerst, dass eigentlich alles schon in dir ist, dass diese Seide, dieser Samt, diese Liebe, dieses Licht, dieser Frieden, dass das schon in dir ist. Geliebtes Menschenkind, geliebte Seele aus unserem Licht. Wir freuen uns, dass du hier bist. Wir freuen uns, dass du bereits auf deinem Herzensweg bist, dass du deinem Seelenlicht, deiner wahren Essenz Ausdruck verleihst. Diese kommende Zeit ist eine Zeit des Feierns, der Erinnerung daran, dass du Licht bist. Es ist eine Zeit wie Samt und Seide. Eine Zeit, in der du deinen Wert erkennen darfst, in der du dich an dein strahlendes, glänzendes Licht erinnerst. Eine Zeit, in der du dich geborgen fühlen darfst in deiner wahren Essenz. Und all dies geschieht in dir. Denn du bist reines Licht, du bist reines Bewusstsein und alles entsteht aus dir. Nichts, was dir im Außen begegnet, hast du nicht erschaffen. Wohl auch gemeinsam mit anderen Menschen. Doch du hast es erschaffen und du kannst wählen, was du erschaffst, ab sofort. Im Grunde wählst du jeden Augenblick, jede Sekunde deines Lebens. Du wählst mit deiner Energie, mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Gedankenkraft, mit deiner Frequenz, in der du schwingst. Dies ist deine Wahl. Nukturai, nukturai, shishaminar, vostranatatar, nukturai. Und heute möchten wir dich einladen, dass du Samt und Seide wählst. Dass du dir deiner Verbindung mit uns gewahr wirst. Noch mehr als jemals zuvor. Denn du warst schon immer mit uns verbunden. Du bist immer mit uns verbunden und du wirst immer mit uns verbunden sein. Auch wenn du vielleicht etwas anderes gelernt hast oder wenn du vergessen hast. Aber jetzt
hast du dich erinnert. Jetzt bist du inmitten von uns. Und du kannst Samt und Seide verkörpern und leben, wenn du dies möchtest. Jeder Augenblick deines irdischen Lebens kann ein Augenblick von Samt und Seide sein, von großem Wert, von einer kreativ fließenden Energie, von Geborgenheit, von Wärme, voll glänzendem Licht, voller Liebe. Halte dich nicht länger zurück, halte dich nicht mit Vergangenem auf, blicke stets nach vorne. Und wisse, du bist immer am richtigen Ort. Denn der richtige Ort bist du. Der richtige Ort ist in dir, wird aus dir heraus geboren. Und wenn jetzt dein Verstand sich fragt, was wir damit meinen, dein Herz weiß es. Richte deine Aufmerksamkeit immer weniger auf deinen Verstand und immer mehr auf dein Herz. Dein Herz ist dein wahrer Führer, deine wahre Führerin, deine wahre Essenz liegt in deinem Herzen. Verkörpere jetzt Samt und Seide. Sei weiterhin, denn du bist es bereits, eine Botschafterin, ein Botschafter des Lichtes, der Liebe und des Friedens, Samt und Seide. Ganz herzlichen Dank an das Council of Light, an die Erzengel für diese wundervolle Energiefrequenz von Samt und Seide, für ja, diese Unterstützung. Und ich danke auch dir von Herzen, dass du da bist, dass du dich inspirieren lässt von der geistigen Welt, von mir, dass du ein Teil dieser wundervollen YouTube-Community bist. Und wenn du möchtest, dann abonniere meinen Kanal, gib dem Video der Engelbotschaft einen Daumen nach oben und vor allen Dingen teile sie auch, empfiehl sie weiter, damit wirklich alle Menschen, die jetzt auf dem Weg sind, inspiriert werden von dieser Energie. Dann wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Adventszeit. Lebe liebevoll, wild und kreativ. Namaste.